Hey und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Sims Mobile und ich habe das jetzt mal schnell abgeschlossen. Huste. Es wird Zeit für neue Kontakte. Beginne 3 freundschaftliche Beziehungen. Müssen wir jetzt andere Sims nehmen? Freundschaft, Beginn, Ereignisse mit anderen Sims. Das wird ja wunderbar. Hier haben wir gleich schon einen. Können wir nicht irgendwelche herbeirufen? Warte mal. Jaden, Josh, nee, die sind hässlich, die will ich nicht. Gucken wir mal. Die kennt nur Isaiah. Das ist ja gut, ne? Gut, ich würde sagen, wir gehen mal hier hin, um jetzt erstmal dieses Special-Teil von Izzy zu machen. Izzy, Digga. Jetzt mach keinen Scheiß, mein Freund. Digga. Was ist das? Topas glitzerndes Nietenarmband des Ruhms. Okay. Kein Problem. So, hier läuft keiner rum, ne? Doch, hier sind welche. Ich würde gern zu irgendwelchen Leuten und die besuchen. Das wäre irgendwie geiler. Okay. Bella Kang. Gut. Und du? Nimmst die da. Claire Rushton. Freundschaft beginnen. Wow. Du auch, Freundschaft beginnen. Aber nur, weil wir das machen müssen. Okay. So, wir fangen mal an mit heißen Tanzschritten. Und du bekommst jetzt erstmal ein Cupcake und machst dann hier auch irgendwelche Sachen. Und da können wir hier nämlich abwechselnd die Sims bedienen. Das geht nämlich immer richtig geil. Mach doch nicht das Sofa kaputt, Alte. Versuchen herumzualbern. Warum auch nicht? Mach der gleichen Juhu, da kann man mal ein bisschen drauf achten. Es sieht nicht nach Erfolg aus, was er da gemacht hat. Egal. Faul herumflezen. Bei ihr sieht es auch nicht nach Erfolg aus. Dann tanzt mal. Und schon fertig, Mensch. Toll. Ich fand es nett, dich kennenzulernen. Ich will eigentlich gar nichts davon. Ein andern Mal, okay? Das finde ich gut. Das passt. So, mit der will ich genauso wenig eine Freundschaft, aber wir müssen jetzt auch irgendwas nehmen. Später wählen. Jetzt habe ich aus Versehen später wählen angeklickt. Jetzt werde ich den hier jetzt einfach noch nehmen. Der ist zwar jetzt nicht der schönste Typ des Jahrhunderts, aber das interessiert uns ja nicht. So, auf später wählen bin ich gar nicht gekommen, dass man das tun kann. So, ich werde Isaiah jetzt erstmal unbearbeitet lassen. Und wir gucken mal, was dann die nächste Entenherausforderung, sage ich schon, die nächste Osterherausforderung wird. Machen wir erstmal, dass er cool ist. Was machen die denn da Geiles? Okay, warum auch nicht? Ach, wir müssen dieses Armband da nochmal ausrüsten, ne? Geht das bei Frauen oder bei Männern? Wir gucken mal. Ist natürlich für Männer, wer hätte es gedacht? Ich habe sehr viele Sachen für Männer gekriegt. So. Später wählen. Kann ich das bei ihm noch wegmachen eigentlich mit der alten?
Nein, kann ich nicht. Toll. Egal. So. Erstmal das Aussehen ändern. Yeah. Nein, kann ich dann die Hose nicht... Das ist ja doof. Ne, den Karriereboost will ich schon behalten. Okay. Gut, dann hat sich das auch erklärt, geregelt. So. Lass uns 3 Sticker ver... Oh nein. Wir haben gar nicht mehr 3 Sticker, oder? Ah, das ist jetzt blöd. Wir reisen mal schnell auf den Marktplatz. Ich glaube nämlich, wir haben nämlich keine 3 Sticker mehr. Ich brauche mal schnell ein Versuchsobjekt hier, hallo? Da. Ah, die hatten wir heute schon. Wir haben nur noch 2 Sticker, das ist jetzt ja blöd. Hätten wir mal nicht so viele Sticker vergeben. Mensch, Mensch. Das ist ärgerlich. Nein, nein. Jetzt muss ich bis morgen warten. Nein. Wir können aber versuchen, den Lifestyle-Titel zu verbessern. Oh, wir haben noch was abgeschlossen. Ach, das Familienereignis. Beziehungsentwicklung. Familienbande. Oh je. Kapitel einer Karrieregeschichte abschließen. Wir schauen mal. Ich würde die jetzt sonst auch zur Arbeit schicken. Mach mal eine kurze Schicht, ja. So, und mit dir gehen wir jetzt auch zur Arbeit. Oh, eine lange Schicht, cool. Ich finde diese kurze Schicht, wo man dann mehr Geld kriegt, die finde ich sehr geil. Die mache ich dann auch meistens nur, wenn man das erstmal machen kann. Weil sich das echt anbietet. Wir haben sogar noch 4 Cupcakes, da können wir noch ein bisschen spielen. Letzten Willen ausarbeiten. Ich habe gerade austreiben gelesen. Das wäre auch sehr geil gewesen. Das wäre echt interessant gewesen. Gibt es hier eine Nachricht? Nein. Ich finde das so nervig, ey. Boosts. Diese Sachen hier. Ich habe hier so viele von diesen Tickets und sowas. So. Nicht mehr lange und wir können uns den 3. Sim-Platz kaufen, ey. Yes. So. Eigentlich schaue ich auch gern die Video-Ads, weil da auch Simcash mit bei sein kann. Aber das mache ich jetzt nicht, weil sonst muss ich das immer alles rausschneiden. Und dann muss ich das immer suchen und da habe ich eigentlich nicht so Bock drauf. Hm. Ah. So. Neue Mode entwickeln. Mach mal. Das ist ein guter Plan. Origineller Schnitt. Kann man auch machen. Aber ich muss das Best-of noch zusammenschneiden. Das kommt ja morgen. Für meinen YouTube-Kanal, ey. Das dauert immer. Ich muss auch die Diablo-Guides noch. Die wollte ich noch machen. So. Dann hat die schon die Schicht abgeschlossen. Dauert noch ein bisschen, bis ich Stilberater wird. Wir machen noch mal eine Schicht. Ich werde jetzt die Cupcakes mal so weitestgehend aufbrauchen. Verfügung verfassen. Ich finde die Sachen hier so cool, die man machen kann. So, wir können ja das Modeatelier noch ein bisschen ausstatten dann. Ach so, hier die Agentur, ne? Die wir freischalten müssen, die kostet 4.600. Und ich werde das dann anstreben, wenn die in der Karriere irgendwie so weit gelevelt sind, dass die mehr Geld bekommen für eine Schicht. Weil dann kriegt man das ein bisschen schneller zusammen, das Geld. Also ich habe an einem Tag schon so um die 3.000, 4.000 Sim-Dinger hier zusammengekriegt.
Das lohnt sich dann schon. So. Meinung einholen, auf jeden Fall. Mach mal. Ich finde gut, dass wir jetzt endlich neue Missionen haben, echt. Ich habe die ja relativ schnell abgeschlossen gekriegt. Was? Das war echt. Das war echt eine Katastrophe. Raum zum Wachsen. Den Lifestyle-Titel verbessern. Da kriegen wir einfach 7 Sim-Cash für. Wir brauchen noch 16. Wir sind echt nicht mehr so weit entfernt davon. Aber der vierte, ne? Der kostet 515. Das finde ich wirklich sehr übertrieben. Ich finde, man sollte die eher so durch Quests freischalten oder so. Das fände ich cooler. Wenn man, okay, den hier vielleicht noch freispielen, das geht. Also ich habe schon von Anfang an darauf gespart. Das Problem ist nur, dass man hier zum Beispiel diese Abklingzeiten da, ne, 38 Minuten bis Klo. Und ich habe einmal aus Versehen das Bett neu, also zurückgesetzt für, keine Ahnung, 35 Sim-Cash oder so. Und das hat mich so geärgert. Sonst hätte ich diesen Platz schon lange. Weil dann kann man halt auch gleich 10-mal effektiver sein, ne? Wenn ich mir jetzt überlege, ich schicke jetzt 4 Sims zur Arbeit anstatt 2, dann ist man hier gleich doppelt effektiv, ne? Das wäre halt schon sehr geil. Aber ich sehe es halt auch nicht ein, Geld dafür auszugeben. Deswegen ein bisschen schade, aber hey. So. Wir machen noch eine kurze Schicht. Mit Pflanze üben, ey. Das ist auch geil hier. An Richterbank. Ich finde schade, dass wir dieses Gebäude hier nicht irgendwie haben. Urkunden verehren. Vor einer Statue mache ich auch immer. Strategie entwerfen. Aber es sieht schon sehr anwaltsmäßig hier aus, das muss man sagen. Wobei ich finde, von außen ist das ein Rathaus. Ihr könnt mir sagen, was ihr wollt. Das Ding ist ein Rathaus. Punkt aus Ende der Diskussion. Das kann nichts anderes sein. So, ich habe überlegt, ob wir hier so die ganzen Farben und Böden schon mal kaufen. Dass man das schon mal hat. Aber wir können ja leider hier in den Karrieren auch die Sachen nicht umgestalten. Das ist ein bisschen schade, aber was soll man machen, ne? Versuchen, Aussage anzuzweifeln. Yes, die wird sowas von leiden, die Alte. Der Typ, ey. Ja, so spiele ich dann meistens vor allem auch offscreen, dass ich dann hier so die Sachen durchknalle. So produktiv wie möglich nochmal die ganzen Energien verbrauchen. Auch hier, dass dann hier so Bett und sowas alles verfügbar, also was verfügbar ist, dann auch machen. Dann hier, so gut es geht, die kurzen Schichten alle hintereinander wegknallen. Und dann kann man halt eine lange Schicht oder eine mittlere Schicht eingeben. Je nachdem, was für Unterricht man dann hat. Wenn es mal ein bisschen länger dauert, dann gebe ich sowieso schon die lange Schicht ein und über Nacht halt auch, ne? Dann mache ich das auch. Wie viele Cupcakes haben wir jetzt noch? 2. Also wenn ich dann schlafen gehe, dann mache ich hier die 6-Stunden-Schicht zum Beispiel. Und da muss ich ja eh bald aufstehen und dann schicke ich die meistens. Also wenn ich dann frühstücken bin, dann schließe ich das ab und schicke die dann nochmal auf eine kurze Schicht. Und wenn ich dann in der Bahn dann wieder anmache, dann ist die kurze Schicht meistens schon vorbei und dann spiele ich halt alles. Bis ich dann so in der Schule angekommen bin, habe ich dann auch hier diese ganzen Energiensachen verbraucht und so. Und dann habe ich auf jeden Fall schon mal sehr produktiv hier mich vorangehalten. So der Anfängeranwalt. So kommt man auch recht schnell voran. Zeuge ausspionieren. Wir können jetzt ja gleich mal zu Rosalie zurückgehen.
Wobei er halt echt hinterherhängt mit seinem Anfängeranwalt, ne? 2 Cupcakes haben wir nur. So. Sie ist ja schon Level 5, glaube ich, in der Karriere. Innennähte machen. Machen wir mal. Ich finde cool, dass diese Gegenstände hier, dass die auch Fortschritt bringen. Ja, der Wandspiegel ist hässlich. Nee, den wollen wir nicht. Wir können noch mehr Trennwände einfügen. Wir können das ja als Sichtschutz nach außen nehmen. Das sieht bestimmt geiler aus. So. Da sind wir dann nämlich dabei, unseren Lifestyle auch zu verbessern. Ich weiß nur nicht, wo wir diese Licht hier hinpacken sollen. Oh. Wir packen das mal hier hin. Nee, hier wollte ich nochmal zurück. Noch ein Lichtmast? Ja, warum nicht? So langsam sieht es dann schon ein bisschen mehr danach aus. Dann haben wir hier noch so ein Ausstellungsteil. Und das packen wir mal da hinten in die Ecke. So. Dann haben wir nämlich hier schon mal vorgesorgt. Dann würde ich jetzt hier und hier hinten noch Lichtmester hinstellen. Schnittmuster festlegen. So, wie weit sind wir denn? Mitte. Was? Da müssen wir noch echt viel Geld und sowas ausgeben. Bis wir dann weiterkommen. Aber die haben uns noch nicht eingeholt hier. Cassie und Justina. Oh, dieses Siri, das regt mich auf hier. So. Ich finde es schade, dass hier auch nichts mehr kommt. Ne? Man hat jetzt hier angefangen. Marktplatz, Partys, heiraten, Hobbys, Babys, Ereignisse, Innenstadt, Ruhestand. Wow. Danach kommt nichts mehr. Oh, ich habe letztens so ein Video gesehen von Simblock oder so heißt der, glaube ich. Der ist schon einfach Level 30. Aber ich weiß auch nicht, ob der auch so exzessiv gespielt hat, also noch intensiver und so als ich. Ich hatte zwischendurch zum Beispiel auch so nicht genug Internet, damit das Spiel geladen hat. Und dann habe ich halt auch schon so ein paar Stunden verschenkt. Oder ob der sich da halt auch ein bisschen was gekauft hat. Weil ich dann doch schon recht weit bin. Gerade weil ich halt versuche, so produktiv wie möglich hier zu sein. So. Ich finde das cool, wenn man den Arbeitsplatz so fett ausgestaltet. Das macht mir immer Spaß hier in Sims Mobile. Das habe ich mit diesem einen Café, habe ich das ja auch so gemacht. Ne? Da habe ich ja auch dann die ganzen Sachen hinzugefügt, die ganzen Sitzplätze. Ich habe das umgefärbt und so. Ja, damit es einfach schöner ist. Ich überlege, ob wir die Farbe hier auch noch ändern vom Teppich und so. Ich glaube, das können wir. Ich kann ja mal kurz nachgucken. So. Ne, Leute? Genau so. Gibt's das in rosa? Ja, Mann. Perfekt. Das ist nämlich das rosa Atelier. Gibt's das hier in einer... Ja, in so rot. Aber das sieht halt nicht aus, ne? Wir lassen das, glaube ich, mal weiß. Wobei so Holzfarben auch nicht verkehrt ist. Wir machen mal Holzfarben. So. Wie sieht es mit den Dingern aus? Ja, ganz in schwarz ist auch nicht verkehrt. Machen wir mal. Gibt es die in einer schöneren Farbe? Irgendwie nicht so. Ja, wir lassen die mal so, wie sie sind. Wie sieht es denn mit den Spiegeln aus? Die sind, wie sie sind. Okay. Haben wir das auch geklärt? Nee, das sieht hässlich aus. Aber wir nehmen das hier, das passt.
Wie ist denn mit den Stühlen? Wir passen das mal an diesen Ständern da an. So. Ich überlege, ob wir die jetzt auch einfach da hinten mit hinstellen. Geht hier schon mal nicht. Das ist ja toll. Hier wären die auch nicht verkehrt, ne? Aber da sieht man das auch nicht so. Halt, stopp. Wobei die einfach hier mit ranstellen, ist auch nicht keine schlechte Idee. Dass man sich dann hier hinsetzen und warten könnte oder so. Mäßig. Ja, da haben wir doch schon mal was gefunden. Ja, wir lassen das mal so, oder? Wie sieht es damit aus? Das ist ja schon so rosa, aber irgendwie sieht das für mich überhaupt nicht rosa aus. Das hier sieht besser aus. Nee, warte mal, das hier. Dieses Bild hier, das passt ja auch überhaupt nicht hin. Aber es hat einen rosa Rahmen. Und dann können wir es... Ich überlege gerade. Wir hängen es hier zwischen. Das hängen wir hier und dann passt da nämlich noch ein Spiegel hin. Also wir stellen das hier halt so ran, ne? Ist auch nicht verkehrt. Ja, voll die Auswahl hier, ist es geil. Wird zwar alles nicht besser hier, aber hey. Schon besser hier, ne? Ich würde gerne die Wand noch verändern, aber das geht leider nicht. So, jetzt haben wir aber echt die Zeit damit verschwendet. Aber egal. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr könnt gerne was in die Kommentare schreiben. Und damit ciao und bis zum nächsten Part.